Ich grüße euch zu einer neuen Sendung Schoki Banoki aus den Studios von Radio Rheinwelle. Der mit den hektischen Bewegungen, das ist unser Gast, der Godfather of Schoki Banoki, der Pujan. Pujan, wink mal oder machen wir irgendwas? Er macht ja irgendwas, ja. Ist ja in Ordnung. Er macht ja was. Hallo Pujan. Hi, servus. Ja. Gute Sashi. Servus, ja. Sehr, ja. Ich freue mich, dass ich euch beide hier habe, soweit ich mich da so motivieren kann. Aber ich habe heute eine Impro-Story mitgebracht, ja. Also ich werde euch einen einleitenden Satz geben und zwischendurch Wörter einpflegen. Er wird uns einen Eierleiten. Ich habe auch so verstanden, ist egal. Ein Eileiter. Ja, ja. Ein Eileiter. Ich werde euch einen Eileiter einwerfen. Ein Eileiter. Eileiter. Ich werde dann Wörter einwerfen. Das erste Wort muss der Sascha verarbeiten, das zweite der Pujan, das dritte der Sascha, richtig, das vierte und warte, so weiter. Warte. Ja. Das vierte? Genau. Knubbeln wir das noch aus? Oder? Genau. Wir Eileitungssatz an. Ist? Der Eileitersatz ist... Morgens komme ich manchmal vollkommen betrunken nach Hause und dann. Morgens komme ich manchmal vollkommen betrunken manchmal. Nach Hause und leg mich einfach ins Bett und penne aus und träume von nackten Weibern. Banküberfall. Und die dann halt bei einem Banküberfall mich mitnehmen und das Ganze, ich werde dann reich halt. Nackte Weiber beim Banküberfall und ich, wir werden reich. Nilpferd. Und während ich so an die nackten Weiber denke vom Banküberfall, frage ich mich, wie kommen die aus der Tür? Denn ich stehe auf dünne Weiber. Und haha, habe ich euch überrascht, ne? Ja. Ich stehe auf dünne Weiber und die haben so überhaupt nichts mit Sascha, dem Nilpferd, zu tun. Und deshalb träume ich auch gerne davon, weil Sascha in meinen Träumen überhaupt nichts verloren hat. Das ist meine allererste Regel, eine von allen Regeln, die ich habe, was Träume angeht. Kurt Cobain. Ja, und wenn ich da, wie ich da so in diesem Bank, bei diesem Banküberfall da stehe und das Nilpferd da steht, nee, ich war das Nilpferd, und die nackten Weiber und sowas, denke ich so, nee, das ist alles nichts, ich mache jetzt nicht wie Kurt Cobain und ich halte mir diese Schrotflinte, die ich dabei habe, im Banküberfall, muss man ja auch eine Waffe dabei haben. Klar. Nilpferd mit Schrotflinte. Die Schrotflinte halte ich mir so in den Mund. Frankfurt. Bin kurz vorm Abdrücken. Und dann drücke ich doch nicht ab, weil ich merke, ich bin ja gar nicht in Offenbach, ich bin ja in Frankfurt. Also, ja, das genau. Leben macht wieder Sinn. Ja, ja, macht also hier überhaupt kein Problem. Ja, ja. An dieser Stelle, kleinen Gruß an meine Offenbacher Freunde, ich habe euch ganz lieb, war nur ein kleiner Spaß. Mein Name ist Sascha Ehlert, falls ihr mich besuchen wollt, Adresse gebe ich später durch. Auf jeden Fall. München. Auf jeden Fall ist dann dieser Traum zu Ende in dem Moment, als wir von Offenbach über Frankfurt, über Wiesbaden, über Nürnberg, Ingolstadt bis nach München alle Banken überfallen haben. Alle. Mit den ganzen nackten Weibern. Und die ziehen sich die ganze Zeit auch nicht an. Ja? Und wir sind steinereich, ja? und haben Riesenspaß. 400.000. Und weil wir so viel Spaß haben und Sascha, das Nilpferd, schon immer mal ein bisschen Körperverschönerung betreiben wollte, lässt er sich tätowieren. Und zwar aufgrund seiner dicken Plauze für 400.000 Euro. Ihr könnt euch vorstellen, was das für ein Tattoo ist. Das sind alles nur Längsrillen, weil er gehört hat, das macht schlank. Aber hat er recht gehabt, jetzt sieht er aus wie ein Zebra. Auf jeden Fall super Geschichte. Ich bin froh, dabei gewesen zu sein und gebe zurück ins Studio. Ja, das passiert, wenn ich morgens besoffen nach Hause komme, ja. Und mich ins Bett lege. Im Westen. Das ist ja egal. Du hast zu Hause mehrere Betten von anderen Leuten. Ja, weil bei dem Banküberfall habe ich ja auch Betten. Ich habe manchmal nicht nur Banküberfälle. Das war vielleicht eine Bettenbank. Bettdurchfall. Ne? Bankenüberfall, sondern auch Bettenhäuser. Aha, Beckenhäuser. Ja. Matratzenhaus. Fachgeschäft. Ja. Dänisches Matratzenhaus. Ja. Dämliches oder ein finnisches. Finnisches. Finnisch ist ein sehr gutes Stichwort. Ja, Finnisch. Wo wir gerade bei Finnisch sind. Den kommen wir doch mal zum Ende. Ich sag... Ja, das sagt er. Da bin ich dabei. Ich bin zurück. Das hat er gesagt.